Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Mittwoch, dem 23. Juni 2021. Ja, Ende letzter Woche, der DAX schwach sich aus der Woche verabschiedet. Dann sahen wir jetzt zum Wochenstart zwei positive Handelstage. Zur Wochenmitte knickt der deutsche Aktienindex wieder ein. Ja, wie schon betont, aber es bleibt dabei. Oberhalb 15.8 geben die Bullen weiter Gas Richtung 16.000 oder auch höher. Unterhalb 15.8 sind wir allerdings auch in der Seitwärtsbewegung gefangen, und zwar bis in die Rekursregion von ca. 15.4, 15.350. Vorsicht ist geboten, wenn eben die Unterseite kippt, denn dann würde eben auch ein entscheidender gleitender Durchschnitt kippen. Und dieser könnte wiederum dann zu weiteren Kursabgaben führen, auch ganz klar zu Kursen unterhalb von 15.000 Punkten. Meine Trading-Idee ist weiterhin auf den deutschen Aktienindex aktiv. Schauen Sie einfach in den Text hinein, dort finden Sie alle Parameter auf einen Blick für all diejenigen, die Sie verpasst haben sollten. Und apropos Trading-Idee, morgen früh werde ich Ihnen eine neue Trading-Idee auf einen amerikanischen Index vorstellen. Schalten Sie unbedingt ein, denn das ist eine richtig spannende Trading-Idee, kann ich Ihnen sagen. Also direkt der Hinweis, morgen früh in der Ausgabe finden Sie die neue Trading-Idee der Woche. Dann noch ein Blick auf Bayer, der Kurs schwach unterwegs in dieser Woche, minus 4% und passt ins übergeordnete Chartbild. Ich betonte ja bereits in meinen letzten Analysen zu Bayer, dass ich nicht besonders positiv gestimmt bin für die Aktie, da wir immer noch die Konstellation haben eben von abfallenden Hochpunkten und neuen Tiefs und somit die Markt- als auch Charttechnik, wir sehen es hier sehr, sehr schön negativ ist. Und bei Bayer dürfte es eben auch nicht mehr lange dauern und dann dürfte auch die Marke von 50 Euro wieder Geschichte sein. Und auch Ziele von 49 bis 48 Euro sind hier durchaus auf der Agenda. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis morgen früh, wie gesagt, mit dem Blick auf die Wall Street und der neuen Trading-Idee der Woche. Unbedingt morgen früh einschalten.